Liebe Pressevertreterinnen und Pressevertreter, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zur Pressekonferenz der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe im Rahmen unseres Jahreskongresses 2024 in der Messe Leipzig. Mein Name ist Thomas Kircher, ich bin Mitarbeiter im Kommunikationsteam der DSAG in der Geschäftsstelle in Walldorf. Das Motto der Veranstaltung, die mit mehr als 5.500 Teilnehmenden über diese drei Kongresstage ausgebucht ist, lautet in diesem Jahr Dreiklang der Zukunft, Anwender, SAP und Partner als Taktgeber der Transformation. Mit diesem Thema werden wir uns jetzt auch in der Pressekonferenz beschäftigen. Hier auf dem Podium darf ich recht herzlich begrüßen Jens Hungershausen, den DSAG-Vorstandsvorsitzenden, und Thomas Saueressig, Leiter Customer Services und Delivery sowie Mitglied im Vorstand der SAP SE. Wir haben drei Themenbereiche für diese Pressekonferenz ausgesucht, alle unter dem Überbegriff digitale Transformation. Also da wären erstens SAP und Cloud, zweitens die künstliche Intelligenz und drittens Anwender und SAP-Partner. Zu jedem dieser Bereiche werden wir jeweils ein Statement von Herrn Hungershausen und anschließend ein Statement von Herrn Saueressig hören. Im Anschluss an die Statementrunde gehen wir in die Fragerunde über, dazu später von mir noch ein paar Erläuterungen. Ich würde vorschlagen, wir steigen ein und ich darf das Wort übergeben an Jens Hungershausen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Thomas, und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Wir sind sehr stolz, dass wir es in diesem Jahr wieder geschafft haben, 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier nach Leipzig zu bekommen. Das ist ein großes Event und ich habe das vorhin auf der Keynote-Bühne schon gesagt, das ist für mich eigentlich das eigentliche Highlight, dass wir es nach 2019 und den Pandemiejahren wieder geschafft haben, diese Relevanz hier in Deutschland zu erreichen. Und es ist nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und die Schweiz, also die Dachregion. Insofern vielen Dank dafür. Natürlich auch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und vielen Dank auch an die Pressevertreter, die hierher gekommen sind. Ja, SAP und Cloud. Ein wesentlicher Treiber der digitalen Transformation ist natürlich die Cloud. Und ich glaube, dass inzwischen mehrheitlich alle Unternehmen in Deutschland, in Österreich, auch in der Schweiz in irgendeiner Art und Weise mit Cloud-Software zu tun haben, Cloud-Software nutzen. Und das, was ja noch, ich sag mal so 2015, 2016 ja gerade in Deutschland auch sehr verhalten ist, ist, glaube ich, inzwischen dann auch der Überzeugung gewichen, dass man damit wirklich eben auch eine digitale Transformation vorantreiben kann. Cloud und Cloud ERP ist natürlich dann auch nochmal eine besondere Spielart von Cloud, wird für viele Anwendungsfälle und auch für viele Unternehmen sicherlich die richtige Lösung sein in der Zukunft und damit hat es natürlich auch ein großes Potenzial. Allerdings, und das dürfen wir in dem Kontext auch nicht verheimlichen, wird eben die Relevanz oder hat die Relevanz von On-Premise-Lösungen ist auch einfach noch sehr wichtig für die Unternehmen, weil es geht einfach nicht einfach zack in die Cloud, sondern wir haben einfach verschiedene Anforderungen, datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen, die immer noch erfüllt werden müssen. Wir haben individuelle Anforderungen in den Unternehmen. Insofern wird der Weg in die Cloud sicherlich gehen. Die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit, und das ist eben auch etwas, was wir von unseren Mitgliedern hören, dass es eben durchaus nicht so unerheblich ist, dass es große Herausforderungen mit sich bringt und dass sie auf der einen oder anderen Stelle einfach auch mehr Zeit brauchen. Ein Herausstellungsmerkmal von SAP ist eben gerade ja auch, dass eben Cloud und On-Premise angeboten wird. Und das ist, glaube ich, einfach auch ein wesentlicher Punkt, der auch in unseren Forderungen, die wir in dem Umfeld eben halt auch haben, immer wieder ja auch darauf abzielen, dass mit einer 50-jährigen Geschichte, die das Unternehmen ja in Deutschland hat und weltweit hat, einfach die On-Premise-Landschaften über die Jahre gewachsen sind. Und ich glaube einfach, dass die Unternehmen noch mehr Zeit brauchen, auch jetzt die Transformation hin in Richtung Cloud zu gehen. Der Mehrwert von Cloud-Lösungen, und das hören wir auch an einigen Stellen, muss wahrscheinlich noch besser kommuniziert werden.
In der Kommunikation dessen, was da eben wirklich oder was das Einzelne bedeutet, ist natürlich auf der einen Seite die SAP in der Pflicht, auf der anderen Seite haben wir als DSAG da natürlich auch verschiedene Angebote über die DSAG Academy, über unsere Arbeitskreise, wie eben auch genau dieses Know-how auch bei den Unternehmen und bei deren Mitarbeitern entsprechend mit aufgebaut werden kann. Im letzten Jahr sind wir hingegangen und haben auch noch mal ganz deutlich gemacht, dass insbesondere die Kunden, die ja schon relativ früh der S/4HANA-Strategie gefolgt sind, dass die jetzt eigentlich so ein bisschen alleine dastehen und Unterstützung brauchen, um eben jetzt diesem Strategieschwenk der SAP da auch ein Stück weit hinterher zu kommen. Und da war es dann sehr, sehr positiv, dass Anfang diesen Jahres eben das Programm Rise with SAP Migration and Modernization veröffentlicht worden ist, weil damit im Prinzip eine Kernforderung, die wir im letzten Jahr und die ich auch im letzten Jahr auf dem Jahreskongress ja sehr deutlich formuliert habe, dem auch Rechnung getragen hat und wir dort eben entsprechend Unterstützung bekommen. Wenn wir nochmal auf die S/4HANA-Strategie grundsätzlich gucken, ist es halt so, dass im Investitionsreport, den wir in diesem Jahr veröffentlicht haben, natürlich die grundsätzliche Strategie erstmal kritisch gesehen worden ist. Und hier muss man eben einfach betrachten, an welchem Punkt stehen die einzelnen Unternehmen und wie passt genau jetzt die S/4HANA-Strategie der SAP eben in die Strategie des Unternehmens rein und zu welchem Zeitpunkt. Und ich glaube, es geht gar nicht so sehr, und das ist ein Feedback, was ich auch von einigen CIOs gehört habe, es geht gar nicht so sehr um die grundlegende Strategie, es geht vielmehr darum, dass einfach der Zeitfaktor der Unternehmen da eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, weil viele Unternehmen gerade auch in den wirtschaftlich anstrengenden Zeiten heute eben vielleicht das ein oder andere Projekt nicht tun können. Vielleicht stecken sie mitten in irgendwelchen Projekten schon drin, die eben eine S/4HANA-Transformation machen. Also insofern, die Strategie wird kritisch gesehen von unseren Mitgliedern. Aber ich glaube, es ist nicht die grundlegende Strategie, sondern es geht wirklich dort auch um den Zeitfaktor. Und da ist einfach auch die klare Anforderung an SAP, dass eben einfach geguckt wird, inwieweit kann da den Unternehmen noch wesentlich besser auch geholfen werden. Das, was eben in der Umfrage auch deutlich geworden ist, ist eben genau das Thema der Benachteiligung von On-Premise-Kunden bei Innovationen. Das wurde dort wieder thematisiert. Wir haben den Druck bezüglich der Umstellung auf die Cloud. Das zahlt so ein bisschen auf den Zeitfaktor natürlich ein. Und natürlich begibt man sich auch in eine Abhängigkeit von SAP. Das mögen auch nicht alle. Wenn wir rein nochmal auf die Cloud gucken, geht es natürlich auch um das Thema Investitionsschutz. Das heißt, es muss eben in den Projekten und in den Themen, die dort angegangen werden, einfach auch transparent sein, mit welchen Kosten denn die Unternehmen einfach auch zu rechnen haben und wie sie damit eben halt umgehen. Und schlussendlich die Grundanforderung, die wir aber schon seit letztem Jahr ja auch immer sehr penetrant formulieren, dass eben das Thema Innovationen eben nicht nur für die Cloud relevant ist, sondern dass die Innovationen eben insbesondere auch für die Kunden, die eben im S/4HANA-Kontext noch on-premise unterwegs sind, eben halt auch für diese Lösungen dann mit zur Verfügung gestellt werden. Fazit: Die SAP-Lösungen für die digitale Transformation sind sicherlich ein richtiger Weg. Das Programm Rise with SAP Migration and Modernization wurde aufgrund einer Forderung der DSAG ins Leben gerufen und die S/4HANA-Strategie wird von vielen Unternehmen aktuell als noch nicht passend beurteilt, wobei man hier eben aus meiner Sicht nochmal die Frage stellen muss, ist es die grundlegende Strategie oder ist es eher der Zeitstrahl, der dann dazu führt, dass die Unternehmen wirklich unter Druck kommen und einfach gewisse Dinge nicht tun können. Und am Ende geht es natürlich auch, und da sind wir dann wieder auch ein bisschen bei den Produkten, auch darum, welche Perspektiven haben wir denn, insbesondere auch für die ganzen Produkte, die neben dem ECC und der Business Suite eben bis Ende 2027 auslaufen. Da haben wir ja doch auch noch die ein oder andere Herausforderung, wo wir gucken müssen, wie kriegen wir das eigentlich dann auch abgelöst, mit welchen Lösungen bekommen wir es abgelöst, an welchem Stand sind wir da. Ja, von meiner Seite erstmal vielen Dank auch hier. Ich freue mich immer auf der DSAG-Jahreskonferenz zu sein. Es ist ein tolles Event, denn
die Community, die hier zusammenkommt, ist natürlich genau auch die Community, die uns kontinuierlich hilft, seit 52 Jahren besser zu werden. Wir sind kundenorientiert, insofern ist immer ein schöner Moment. Also an der Stelle herzlichen Dank für die Zusammenarbeit mit der DSAG. Ich meine, Jens hat schon einige Beispiele gebracht. Ich glaube, die Zusammenarbeit ist sehr wertvoll an der Stelle. Ich habe vorhin in der Keynote erwähnt, das Service and Support E-Book, das KI-Papier, das wir zusammengebaut haben. Das Thema RISE, Modernization and Migration Thema, ja, wurde angesprochen. Also ich glaube, man sieht, dass es wirklich eine extrem gute Zusammenarbeit ist, um damit natürlich genau unseren Kunden letztendlich auch zu helfen. Das Thema Cloud ist für uns natürlich ein zentrales Thema. Und da sind wir auch sehr überzeugt, beziehungsweise auch sehr transparent in der Strategie, die konsequent auch umgesetzt wird an der Stelle. Das bedeutet aber auch natürlich, wenn wir uns in den Markt schauen, ich habe es vorhin erwähnt, alle DAX-Firmen benutzen Cloud-Software von SAP. Also Cloud ist nicht mehr in Frage, sondern wie der Jens erwähnt hat, vielleicht gibt es an der einen oder anderen Bereich Fragen auf den zeitlichen Aspekt, wann ich mit welchen Komponenten in die Cloud gehe. Aber ich glaube, der Weg ist der einzig richtige und natürlich ist es auch gerade in Bezug auf die Innovation für uns ein essentieller Thematik, denn da wir natürlich mit den Technologien, die wir da zur Verfügung haben oder gerade auch wenn wir die künstliche Intelligenz, da können wir später noch drauf zu sprechen kommen, dann müssen wir natürlich als Softwarehersteller diese Technologie natürlich auch bestmöglich nutzen können und da natürlich auch keine Limitationen in Bezug auf verschiedene Deployment-Modelle an der Stelle nehmen. Das bedeutet, wir wollen aktiv unseren Kunden helfen, in die Cloud zu gehen. Wir sehen extremes Wachstum in der Cloud. Ich kann jetzt natürlich nicht über die Q3-Ergebnisse sprechen, als nächste Woche Earnings an der Stelle, aber ich glaube, man sieht es auch schon in den Quartalen davor, dass wir eine Beschleunigung von unserem Cloud-Wachstum letztendlich sehen. Das bedeutet, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass wir mit unseren Produkten genau den Nerv und vor allem den Need unserer Kunden entsprechend auch adressieren. Und das sieht man dann auch ein schön beispielsweise, wie Henkel die Cloud letztendlich nutzt, um Innovationen letztendlich bereitzustellen, für ihr Business die Transformation aktiv zu unterstützen. Und das ist auch sicherlich was für uns essentiell ist. Für uns ist es wichtig, dass wir alle Kunden mitnehmen. Genau deswegen auch das RISE Modernization und Migration Programm, aber deswegen auch die signifikanten Investments in das Tooling mit der Toolchain zusammen mit Signavio, LeanIX, WalkMe und Cloud Application Lifecycle Management, wirklich eine gesamtheitliche Transformation in der Cloud zu ermöglichen und das systembasiert und strukturell zu unterstützen. Deswegen auch die Investments in ein verbessertes Engagement-Modell mit unseren Enterprise-Architekten an der Stelle. Und ich glaube, da sieht man verschiedenste Themen, die hier zusammenkommen und das Ganze ist sicherlich was gerade ich auch in meinem Vorstandsressort als Ziel habe. Wie kann ich unseren Kunden helfen, schneller diese Innovationen zu nutzen, um dann auch entsprechend wettbewerbsfähiger am Markt an der Stelle zu sein? Und ich glaube, das ist sicherlich was für uns ein sehr spannender Punkt ist. Was wir heute auch nochmal angesprochen haben, war das Thema, dass wir wirklich allen Kunden die Möglichkeit geben wollen, in die Cloud zu gehen. Und deswegen auch die Investments in souveräne Cloud Infrastrukturen, das bedeutet von der öffentlichen Hand zu regulierten Industrien, zu allen Anforderungen, haben wir jetzt letztendlich mit unserem Portfolio letztendlich die Möglichkeiten, alle diese verschiedenen Souveränitäts- und Datenschutzanforderungen abzudecken, dass wirklich jede Industrie, wie gesagt, von regulierten Industrien im Verteidigungsbereich bis zur öffentlichen Hand, Regierung, in die Cloud zu bekommen, weil wir natürlich auch als SAP natürlich als deutsche Firma da uns auch verpflichtet fühlen, auch gerade in Deutschland die relevanten Angebote für unsere Kunden bereitzustellen. Also ich hoffe, man sieht, wie wir aktiv unseren Kunden helfen, diese Innovationen zu nutzen und entsprechend auch investieren, dass wirklich jeder mitgenommen wird und jeder mitgehen kann auf diesem Innovationszyklus, der sicherlich mit dem Thema KI gerade wieder einen Höhepunkt erfährt, weil es natürlich eine entsprechende technologische Revolution ist, die sicherlich die nächste Generation an Enterprise-Software letztendlich bedingen wird. Herzlichen Dank. Das Stichwort künstliche Intelligenz greife ich hiermit dann gerne auf und übergebe das Wort wieder an Herrn Hungershausen. Ja, künstliche Intelligenz. Ich glaube, es ist nicht nur ein Treiber in der digitalen Transformation, sondern es ist eben halt auch genau das Thema, was eben viele Unternehmen im Moment umtreibt. Und auch da habe ich heute Morgen auf der Bühne schon geantwortet. Ich habe im Moment immer so ein bisschen den Eindruck, dass viele Unternehmen so ein bisschen auf den Rängen sitzen im Stadion, so auf das Spielfeld unten gucken und schauen, was denn da unten so passiert. Und da tummeln sich ein paar Unternehmen, die eben entsprechend sich in den Themen dann bewegen. Aber
ja, so richtig all in kann ich zumindest mit denen in den Gesprächen, die ich geführt habe, da noch nicht so wirklich feststellen. Und das bestätigt sich eben halt auch so ein bisschen über unsere Umfrage, wo eben halt auch viele gesagt haben, was das Thema IT-Investitionen in KI angeht, dass sie da eher noch verhalten im Moment dabei sind. Da geht es aber ja auch wirklich um konkret die IT-Investitionen und nicht nur um die Relevanz von KI. Ich glaube, die Relevanz ist für alle unbestritten sehr hoch. Insofern, KI rückt immer mehr in den Fokus der Unternehmen. Und in unserer aktuellen Umfrage, die wir mit der ASAC gemacht haben, wurde eben halt auch deutlich, dass 8% angegeben haben, dass sie sich als Experten bei dem Thema generativer KI sehen. Und das zeigt auf der anderen Seite den ganz, ganz großen Lernbedarf, den es einfach in diesem Umfeld gibt. Ich glaube, da können wir alle noch sehr viel von lernen und einfach schauen, in welche Richtung sich das eben halt entwickelt. Insofern, der Know-how-Aufbau ist da sicherlich in vollem Gange, aber das Informationsbedürfnis ist da einfach auch sehr groß und da gibt es eben halt auch noch sehr viel zu tun. SAP hat natürlich die Relevanz auch erkannt und auch schon relativ früh erkannt. Insofern haben sie eben mit dem ganzen Thema Business AI, sind sie ja dabei, KI-Funktionalitäten in ihre Geschäftsprozesse entsprechend zu integrieren. Und da gibt es eben halt auch entsprechende Roadmaps, das zu tun. Das, was da natürlich immer wieder diskutiert wird, ist die Konzentration auf das Thema Cloud. Und Thomas Saueressig hatte das vorhin mit dem Mythbuster, mit den Gerüchten auch immer zugegen. Natürlich sind wir als DSAG nicht gegen die Cloud. Und wir wissen, dass diese ganzen KI-Logiken auch alle in der Cloud gebaut und trainiert werden müssen. Das ist auch überhaupt nicht der Punkt und das steht auch überhaupt nicht zur Diskussion und zur Frage. Das ist selbstverständlich, dass das so ist. Die Diskussion, die wir allerdings führen, ist, dass die Ergebnisse eben genau dieser Modelle eben in allen möglichen Systemen konsumiert werden können, technisch können, und das dann auch gerne sollen. Und das ist genau das, was wir eben an vielerlei Stellen immer wieder in die Diskussion einwerfen, dass wir eben natürlich auch die KI-Modelle und die Ergebnisse der KI-Modelle dann am Ende eben halt auch in den noch vorhandenen S4-On-Premise-Systemen nutzen wollen, damit eben genau die Kunden, die eben den Schritt noch nicht in die Cloud gemacht haben, weil sie es nicht können oder weil sie es nicht wollen, zum jetzigen Zeitpunkt eben halt von solchen Innovationen entsprechend dann auch abgeschnitten sind. Wenn wir den Generative AI Hub eben halt sehen, der bietet dann am Ende als der zentrale Einstiegspunkt eben auch die Möglichkeiten, die entsprechenden Modelle von den anderen großen Anbietern eben auch entsprechend mit anzubinden. Da gab es in der letzten Woche auch auf der TechEd wieder einige Announcements. Und insofern bietet das dann natürlich schon über die BTP, also über die Business Technology Plattform, genau die Möglichkeit, eben diese ganzen Modelle und die ganzen KI-Funktionalitäten auch konsumierbar zu machen und aus unserer Sicht eben halt auch für die Systeme konsumierbar zu machen, die eben Stand heute noch nicht als ERP in der Cloud vorhanden sind. Was wir am Ende natürlich für alle diese KI-Funktionalitäten brauchen, und das ist ein wesentlicher Punkt und da kommt dann ja auch so ein bisschen die Referenz auf SAP Leonardo vor einigen Jahren her, dass wir halt gesagt haben, naja, es muss natürlich auf der einen Seite einen Mehrwert geben für KI-Funktionalitäten, aber auf der anderen Seite muss man eben halt auch Business Cases rechnen können, damit das Ganze eben halt auch zu einem positiven Ergebnis am Ende führt. Und das ist eben genau der Fall, wo wir einfach schauen müssen, wie kommen wir genau dahin, wie kommen wir eben auf diese positiven Business Cases, die wir dann eben halt rechnen können und welche der Use Cases, die SAP dann zur Verfügung stellt, erfüllen dann eben halt auch am Ende genau diese Punkte. Auch das haben wir in unserer gemeinsamen Umfrage mit der amerikanischen User Group abgefragt. Wer sich also über ein KI-Projekt Gedanken macht, wer hingeht und sagt, er möchte da eigentlich etwas tun, der erwartet Transparenz und Klarheit. Ja, und dann erwartet er aber auch angemessene Preismodelle. Ja, das sind genau diese Informationen müssen auf der einen Seite da sein, auf der anderen Seite sind es eben halt auch die Preismodelle. Da gibt es ja auch entsprechende Preismodelle bei der SAP, die müssen aber eben entsprechend dann auch in den ganzen Prozessen und Funktionen, die dann dort zur Verfügung stehen, auch immer nochmal validiert werden. Und da muss man auch immer gucken, welche einzelnen Komponenten man dann eben halt entsprechend braucht. Und unsere Forderung eben ganz klar, KI-Funktionalitäten für alle S4HANA-Kunden zur Verfügung zu stellen. Da geht es eben am Ende um den Vergleich S4HANA Private Cloud versus S4HANA On-Premise.
das ist hier unsere klare Forderung, dass eben wirklich alle Kunden da auch entsprechend von profitieren. Und daran sei dann auch erinnert, das habe ich heute Morgen in der Keynote auch gemacht, die Wartungsverlängerung bis mindestens 2040, wie ich dann aus der Keynote von Thomas Sauer-Essig ja auch gehört habe, sollte ja auch genau Stabilität den Kunden signalisieren, sollte aber eben halt auch oder hat auch ganz klar mit der Aussage zu tun, Innovationen entsprechend langfristig zur Verfügung zu stellen. Insofern ist das da eben halt etwas, wo wir dann auch immer noch mal gerne dran erinnern. Wenn wir uns KI grundsätzlich angucken, wir müssen natürlich gucken, was ist geplant, was ist bereits vorhanden. Auch hier ist es eben halt der Know-how-Transfer, der Know-how-Aufbau bei den Unternehmen ist da ganz wichtig. Da tun wir auch unseren Teil dazu bei. Wir haben unser DSRG-Positionspapier veröffentlicht und haben dort eben wesentliche Fragen einfach auch beantwortet, sodass man eben zumindest mal so einen ersten Leitfaden hat, wie man denn eben mit diesen KI-Themen umgehen kann im SAP-Kontext. Da bin ich mal gespannt, wie das dann eben halt entsprechend dann auch ankommt und angenommen wird. Und schlussendlich, wenn wir uns über das Thema KI unterhalten, es braucht halt einheitliche Regelungen, ja, insbesondere wenn wir über das ganze Thema Integration reden. Aber wir müssen halt uns auch darüber Gedanken machen, wie gehen wir denn mit dem Thema Nutzung der Daten um? Weil das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen. Das Thema Datenqualität ist im KI-Bereich ganz wichtig, aber man muss sich eben halt auch darüber im Klaren sein und es muss zumindest auch geregelt sein, wie es denn eben halt dann funktioniert. Also die Möglichkeiten, KI zu nutzen, müssen transparent vermittelt werden. Auch da sind wir sicherlich auch mit unserer DSRG Academy auch wieder mit dabei. Wir brauchen Referenzarchitekturen oder auch Best Practice Guides. Wir haben mit dem KI-Positionspapier da einen ersten Schritt gemacht. Und die digitale Transformation, die passiert. Und die Anwenderunternehmen, SAP und natürlich dann auch die Partner, da kommen wir gleich nochmal drauf, die müssen sich damit eben halt auseinandersetzen. Ja, ich glaube, das Wichtige bei dem Thema KI ist, dass wir uns alle verdeutlichen, das ist eine technologische Revolution, sondergleichen, vor der wir da stehen. Und das ist auch der Grund, warum man natürlich, wenn man über Technologie spricht und die weitere Softwareentwicklung, natürlich sehr klar sein muss, wie kann ich die best nutzen. Und natürlich als Softwaresteller ist es uns wichtig, dass wir da Architekturen nutzen, die langfristig unseren Kunden helfen, diese Benefits zu greifen. Warum ist KI nicht nur ein Hype, sondern eine Realität? Die Realität ist, die letzten drei großen technischen Revolutionen, die wir gesehen haben, zum einen das Internet. Warum war das Internet eine bleibende Plattform? Weil die Grenzkosten für die Wissensverteilung, also Content Distribution, ging gegen null. Wenn man mal News aufs Internet hat, die waren weltweit relativ günstig verteilt. Beim Cloud-Thema war natürlich der Faktor, dass die Grenzkosten der Content Storage gegen null gehen. Und Sie alle benutzen heute Cloud Storage, wenn Sie Daten denken, das ist ja mittlerweile, wie gesagt, ein Grenzkostenfaktor, der gegen null geht, also Content Storage gegen null. Bei generativer KI reden wir davon, dass die Grenzkosten für die Content Creation gegen null gehen, weil ich de facto heute ein Gedicht für meine Großmutter innerhalb von 2 Sekunden generieren lassen kann. Und wenn man dann sich überlegt, wie die Datengenerierung der Zukunft sind, wird es einen extremen Faktor ausmachen. Man davon ausgeht, dass 20, 30 ganze Filme komplett mit KI generiert werden, die wir dann im Kino als Blockbuster sehen werden. Aber, und das ist genau der Punkt, warum es für SAP natürlich wichtig ist, die richtige Architektur zu machen. Und deswegen sind wir sehr klar in der Aussage, dass es KI nicht für On-Premise geben wird, sondern nur in der Cloud. Das haben wir sehr transparent kommuniziert. Und wenn man sieht, wie die technologische Revolution von KI sich entwickelt, war das auch die richtige Entscheidung. Denn was wir jetzt sehen, ist ja, dass wir generative KI auf der einen Seite nutzen, auf der anderen Seite, haben wir auch letzte Woche angekündigt, wird es Multi-Agent-Konnektivitäten geben zwischen verschiedenen Agenten, die miteinander interagieren. Jetzt stelle ich mir schwer vor, wenn ich einen Agent erwischen soll, der plötzlich on-premise irgendwo auf einem anderen Rechenzentrum deployed ist an der Stelle. Das bedeutet, wenn ich wirklich die Vision wahrhaben will, dass verschiedene Agenten miteinander agieren, um Aufgaben zu tätigen, brauche ich natürlich die Cloud. Natürlich ist es auch so, dass bei dem Thema S4HANA Private Cloud haben wir als Hersteller natürlich die Möglichkeit, kontinuierlich die Technologie zu erweitern. Eines der größten Themen beim Thema KI ist natürlich das Grounding und das Embedding und Feintuning von Informationen, damit es spezifisch wird, dass eben nicht nur ein generisches LLM bleibt, sondern dass ich die kontextspezifischen Informationen von den Prozessen, von den Daten, von dem Kunden nutzen kann.
eine der Innovationen, die wir letztes Jahr angekündigt haben und geshippt haben, ist als Teil von HANA Cloud die Vector Engine. Die Vector Engine ist ein elementarer Bestandteil, um KI relevanter an der Stelle zu machen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass in der Cloud auch die Private Clouds natürlich weiterentwickelt und wird da auch HANA Cloud adaptieren, was bei Definition eine Cloud-Datenbank an der Stelle ist. Und das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir jetzt vom Thema KI sprechen, wir als Softwarehersteller natürlich eine nachhaltige, zukünftige Architektur bevorzugen, die wir entsprechend weiterentwickeln können für unsere Kunden und eben keine Abhängigkeit mit Legacy-Technologien entsprechend, gerade bei dem Fast-Moving-Thema KI, entsprechend tun. Deswegen ist Cloud die Voraussetzung für KI von SAP, ganz klar. Und da ist es auch so, dass wir, genau wie der Jens auch gesagt hat, natürlich da auch als Softwarehersteller vermitteln wollen und es einfacher machen wollen, KI zu adaptieren. Das ist auch der große Unterschied zu Leonardo, das du erwähnt hast, weil Leonardo war eine Toolbox, die auch gegen On-Premise integriert hat. Vielleicht hat es auch einen Kontext gehabt, warum Leonardo nicht erfolgreich war. Die Strategie der SAP heute ist, dass wir mit SAP Business AI Embedded AI-Szenarien als Teil der Cloud-Lösung liefern. Weil eine moderne Enterprise-Software hat natürlich KI natürlich embedded an der Stelle. Das bedeutet, mit SAP Business AI embedden wir das in die Prozesse, in den Kontext nativ an der Stelle. Und damit auch für unsere Kunden ganz klar das Commitment, relevante, zuverlässige und verantwortungsvolle KI zu produzieren. Weil ich will eben nicht, dass ein Kunde separat sich Gedanken machen muss über verschiedene Vorurteile, Sexismus, Diskriminierung in verschiedenen Modellen. Das nehmen wir mit unserer Architektur, mit dem AI Foundation auf der Business Technology Plattform auch weg mit Meta-Prompts, um unseren Kunden da zu unterstützen, dass sie leichter die KI nutzen können und schneller die KI nutzen können, damit sie genau die Vorteile von der KI auch direkt an der Stelle haben. Das bedeutet, wir haben mit SAP Business AI Embedded-Szenarien, die einfach Teil der Lösung sind. Da muss keiner mehr lange Projekte machen, sondern die sind da und funktionieren. Auf der anderen Seite glauben wir auch, dass wir mit KI signifikant die Benutzererfahrung ändern können. Man sieht mit Joule schon die ersten Erfolge in Bezug auf, wie Mitarbeitende entsprechend mit dem System interagieren. Und das bedeutet, da wird es natürlich noch weitergehen. Und da gerade bei dem Thema Copilot ist sicherlich ein sehr spannender Faktor, was wir auch zur Sapphire angekündigt haben, wie wir beispielsweise mit anderen Co-Piloten wie dem Microsoft Copilot auch eine bidirektionale Integration an der Stelle haben. Was wir unseren Kunden natürlich auch anbieten wollen, ist eine sichere Umgebung, eigene KI-Lösungen zu bauen. Mit der Governance, mit der Security, mit dem Data Protection. Das ist genau der Gen-AI-Hub auf der Business Technology Plattform, wo wir alle gängigen Modelle von Mistral zu Llama zu OpenAI, Aleph Alpha letztendlich unseren Kunden anbieten, damit sie diese Flexibilität haben, aber auch das Governance-Modell drumherum, um schnell KI verantwortungsvoll entsprechend nutzen zu können. Und ich glaube, das sind schöne Beispiele, wie wir unseren Kunden helfen, von diesem technologischen Revolution, von der ich gesprochen habe, auch schnell zu profitieren. Herzlichen Dank, Herr Saueressig. Damit kommen wir zum dritten Thema, Anwender und SAP-Partner. Und ich übergebe wieder gerne an Herrn Hungershausen. Ja, wir haben ja unser Motto als Dreiklang gewählt und da spielen die Partner natürlich eine ganz wesentliche Rolle, weil sie natürlich auch ein wesentlicher Partner in dem SAP-Ökosystem sind. Und insofern, sie sind eigentlich das, auf der einen Seite das Bindeglied sicherlich zwischen einigen Unternehmen und der SAP, auf der anderen Seite sind sie eben halt auch Lösungs- und Implementierungspartner und sie kommen eben mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und Lösungen eben zum Kunden. Sie sollen die Geschäftsprozesse verbessern, sie sollen sie effizient gestalten und sie sollen aber eben halt auch natürlich Innovationen treiben. Und sie sind, die Partner, inzwischen auch treiben ihre eigene Transformation voran und müssen da eben halt einfach auch nach vorne gucken und müssen dort einfach auch hinschauen, die Kunden eben halt auch in die neue Welt zu unterstützen. Und das ist eben etwas, was wir auch in den letzten Jahren halt einfach festgestellt haben, dass da an vielen Stellen auch immer noch an Althergebrachtem festgehalten worden ist. Und deswegen haben wir ganz konkret auch im letzten Jahr und auch in diesem Jahr schon eben auch genau diesen Aufruf auch an die Partner formuliert und gesagt, ihr müsst euch auch transformieren, ihr müsst euch auch verändern, ihr müsst diese neue Welt auch für euch adaptieren und ihr müsst dann eben eure Kunden auch entsprechend unterstützen, damit auch die Kunden dann am Ende natürlich diesen Weg gehen können. In der DSAG sind die Partner in fast allen Gremien aktiv. Sie unterstützen dort. Sie sind eben
auf der einen Seite Anwender, auf der anderen Seite sind sie aber natürlich auch Anbieter und damit eben eigentlich auch der perfekte Vermittler zwischen SAP und den Kunden an den Stellen, wo das eben halt sinnvoll ist und wo es eben notwendig ist. Wir haben uns entschieden, dass wir der Stimme der Partner, die immerhin ein Drittel unserer Mitglieder ausmachen, eben einen höheren Stellenwert beimessen wollen und ihnen auch eine deutlichere Stimme geben wollen. Deswegen haben wir im letzten Jahr eben einen Partnerbeirat auch gegründet, wo wir eben 6 Vertreter aus der Partnergemeinschaft dann auch entsprechend reingewählt haben. Und sie arbeiten im Prinzip daran und sie unterstützen. Und da gibt es dann auch morgen einen entsprechenden Track, wo eben einige Vorträge auch sind, wo auch Erfahrungsberichte schon sind. Was haben sie eigentlich auch in dem letzten Jahr gemacht, wo sich einfach dann die anderen Partner auch dann darüber informieren können und wo eben vielleicht auch andere und neue Akzente gesetzt werden können, was eben halt das ganze Thema Partner angeht. Insofern Partner ein wesentlicher Teil der gesamten SAP-Community, ein wesentlicher Teil in der DSAG-Community wir fordern auf und wünschen uns so rum, da fehlt ja noch ein kleines Wort, dass eben die Partner sich auch den neuen Realitäten öffnen, dass sie eben hingehen und sich auch in diese Richtung entwickeln, damit sie am Ende dem Anwender, den Anwendern eben bestmögliche Unterstützung geben können. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und da gehören die Partner im Dreiklang einfach mit dazu. Ja, also von unserer Seite kann ich dem nur beistimmen. Also Partner sind essentiell für den Erfolg unserer Kunden. Partner sind essentiell für den Erfolg von SAP damit. Deswegen sind wir auch sehr stolz, dass wir mehr als 26.000 Partner weltweit haben. Und ich würde behaupten, SAP ist in jederlei Hinsicht eine extrem partnerorientierte Firma an der Stelle. Deswegen unterstützen wir sehr aktiv unsere Partner auch, die Projekte erfolgreich zu gestalten und sind natürlich auch sehr dankbar, dass Partner unser Portfolio ergänzen. Und genau in dem Sinne würde ich auch kurz die verschiedenen Partnertypen auch gesondert kurz betrachten, weil auf der einen Seite ist es natürlich klar, dass die verschiedenen Systemintegratoren mehr als 90% aller Implementierungsprojekte bei unseren Kunden durchführen. Deswegen ist es für uns so essentiell, gerade mit RISE with SAP und der RISE with SAP Methodology sicherzustellen, dass auch die Partner letztendlich erfolgreiche Projekte in gesamtheitlichen Transformationen tun. Da helfen wir den Partnern aktiv mit den Best-Practice-Methodologien, mit dem Tooling entsprechend, das ich vorhin auch schon erwähnt habe, um wirklich unseren Kunden zu helfen, dass es eben nicht nur ein Lift und Shift in die Cloud ist, sondern dass wir wirklich kontinuierlich neue Innovationen adaptieren beim Kunden und eben die Transformation unterstützen an der Stelle. Dazu haben wir eben auch das RISE with SAP Validated Partner Programm etabliert, damit wir da nochmal zusätzlich unsere Partner unterstützen. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch sehr dankbar, wie Partner wie iCertis, die unser Portfolio komplementieren, in dem Fall mit Contract Lifecycle Management. Ich glaube, das sieht man schon, wie offen die SAP ist, zusammen mit unseren Partnern gesamtheitlich unsere Kunden an der Stelle zu bedienen. Die Partnerstrategie sieht man auch beispielsweise bei der Infrastruktur, wo wir natürlich mit unseren Hyperscalern-Partnern wie AWS, Azure und GCP seit Jahren schon sehr erfolgreiche Partnerschaften haben. Aber wie Sie auch heute gesehen haben, das erweitern wir natürlich auch mit Partnern hier in Deutschland, mit Stack IT, was wiederum unseren Kunden Wahlmöglichkeiten gibt. Die SAP ist eine Firma, die unglaublich viele Wahlmöglichkeiten gibt, weil wir eben unseren Kunden natürlich da auch empowern wollen und natürlich die Entscheidung zu treffen an der Stelle. Ich denke, es ist ein starkes Signal, weil ich glaube, wenn man stark partnern kann, das ist umso ein stärkeres Signal für eine Firma. Auf der KI-Seite, glaube ich, haben Sie verschiedenste Announcements gesehen von OpenAI, Mistral, Aleph Alpha, Microsoft, Google, AWS oder auch Themen wie NVIDIA. Jensen war ja auch persönlich bei der Sapphire dabei, wie wir NVIDIA-Technologie nutzen an der Stelle. Und auch das ist, glaube ich, ein Zeichen, weil da sieht man, dass SAP die beste Technologie auf dem Planeten nutzt. Aber unser Kern ist natürlich, diese Technologie in den Kontext vom Business zu bringen, in die Geschäftsprozesse, die Business-Daten entsprechend optimal nutzen zu können, weil am Ende des Tages KI basiert auf Daten, wie wir alle wissen. Und das ist genau unsere Secret Source, wo wir, glaube ich, genau unsere Differenzierung letztendlich am Markt haben. Und auch da sieht man, wie wir mit Partnern zusammen letztendlich für unsere Kunden gemeinschaftlich das beste Angebot steuern wollen. Wir sind auch sehr stolz, wie sich auch die Partnerzufriedenheit die letzten Jahre entwickelt hat. Jedes Jahr kontinuierlich Verbesserungen und ich glaube, da sind wir sehr stolz und deswegen sind wir genau mit der DSAG da zusammen, dass es nur gemeinschaftlich geht. Das ist ein Dreiklang und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank.
Damit kommen wir zur Fragerunde. Ich würde gerne hier im Raum beginnen mit Ihren Fragen. Gerne ab jetzt. Vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Thema künstliche Intelligenz. Es ist ja möglich, Sprachmodelle und Algorithmen auch lokal laufen zu lassen. On the edge, sagt man. SAP macht das auch, zum Beispiel bei der Visual Inspection, die ja auch gern gezeigt wird, ob auf der Hannover-Messe oder auch zu anderen Gelegenheiten. Und man sieht ja, dass es in der Tech-Branche Bemühungen gibt, auch Hardware auszustatten, um LLMs lokal laufen lassen zu können, also das Inferenzieren lokal laufen zu lassen. Da gibt es zum Beispiel diese Copilot Plus PCs von Microsoft. Das ist ja teilweise auch möglich auf Smartphones. Mich würde interessieren, das ist jetzt nicht mehr Ihr aktuelles Ressort, aber Sie haben natürlich lange ja die Produktentwicklung geleitet, Herr Saueressig. Wie bewerten Sie diesen Trend aus Sicht der Produktentwicklung? Und wo ziehen Sie dann auch die Linie zwischen dem, was man tatsächlich dann für eine lokale Nutzung ausliefert oder was dann halt in der Cloud laufen muss? Denn bei Microsoft, das nur so als Randnotiz, da geht man ja davon aus, dass tatsächlich in einigen Jahren sehr viele Anwendungen verfügbar sind, die eben diese lokalen Fähigkeiten, diese TPUs nutzen. Das wäre ja vielleicht dann auch durchaus mit SAP-Anwendungen möglich. Ich glaube, man muss da sehr präzise von der Technologie sein, was das bedeutet. Und wir haben definitiv die Strategie, erstmal in der breiten Masse KI für unsere Kunden entsprechend zur Verfügung zu stellen. Und da ist natürlich Cloud das Vehikel, am schnellsten die 300 Millionen Anwender, die wir haben, und die 400.000 Kunden zu adressieren und auch entsprechend die Updates, die wir in der SaaS- und PaaS-Welt natürlich selber machen, entsprechend umzusetzen. Das bedeutet erstmal wirklich in der Masse und Skalierbarkeit den Wert von KI an der Stelle zu beweisen. In der Industrie gibt es, glaube ich, schon sehr lange die Diskussion, was ist in der Cloud, was ist on the edge, gerade für Factories. Auch da ist ja die aktuelle Realität, wenn man sich das anschaut natürlich, dass auch bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, bei Digital Manufacturing Cloud, das natürlich in der Cloud global läuft, die Prozesse, und natürlich nur für den Factory-Fall dedizierte Work Orders dann on the edge prozessiert werden und nicht die komplette Cloud nochmal separat angesteuert wird auf einer Edge-Komponente. Dafür sind die Edge-Komponenten auch nicht ausgelegt und auch nicht von den Anbietern, die Sie zum Teil angesprochen haben, weil es natürlich Special-Purpose-Infrastrukturen sind an der Stelle. Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen dem Thema, was dann technisch, was Sie angesprochen haben, auf den Geräten passiert, auf dem Smartphone, auf einem Tablet und dergleichen, wo bestimmte Rechenleistung genutzt wird für bestimmte Aktivitäten. Aber genau für das Thema AI-Agentenkommunikation beispielsweise und andersgleiche wird der 99% Massenfall natürlich in der Cloud entsprechend stattfinden und auch prozessiert werden. Und deswegen konzentrieren wir uns erstmal um den 99% Fall und wollen den erfolgreich machen, bevor wir uns vertun mit irgendwelchen Sonderthemen, die aktuell auch am Ende des Tages ja noch nicht bewiesen sind an der Stelle. Und ich glaube, da ist für uns klar, und deswegen formuliere ich das ja auch so klar in der Antwort von gerade eben und auch jetzt nochmal, dass für uns das Thema KI und Cloud Hand in Hand geht, aus genau den Gründen, die ich erwähnt habe, dass wir da viel schneller auch die Innovation für unsere Kunden in der Cloud dann bereitstellen können und da eben keine Abhängigkeiten erzeugen wollen, gerade weil es eben so eine technologische Revolution ist, die man sicherlich nicht machen will. Insofern glaube ich, haben wir da eine riesen Chance. Und ich sage ja, wenn wir es schaffen, dass die 300 Millionen Anwender in der Cloud von uns wirklich das spüren, dass KI ihr Leben verändern wird und die Benutzererfahrung anders wird, dann haben wir viel erreicht, weil dann sieht man nämlich auch die Möglichkeiten at scale. Und ich glaube, da haben wir ein großes Interesse, das zu tun. Herr Sanden. Helge Sanden vom IT Online Magazin. Vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe da wieder ziemlich genau zugehört. Zwar auch so einen kleinen Widerspruch entdeckt. Das heißt, mit der Cloud-Strategie sind die SAP-Kunden nicht so richtig einverstanden. Wenn man aber in den Markt reinhört, dann sieht man so, dass die RISE Adoption ganz schön Gas gibt und man den Eindruck hat, die Handbremse ist da gelöst. Viele Kunden entscheiden sich für einen RISE oder auch Grow-Vertrag. Meine Frage daher, was ist denn da so die Hauptmotivation? Hat die SAP überzeugt? Haben die Kunden resigniert? Oder wie ist das da? Ich würde zunächst mal die DSAG vielleicht fragen. Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin mir gar nicht so sehr sicher, inwieweit, also die Adoption sieht man, das ist so. Die Diskussionen kriegen wir aber auch mit.
Ich habe von Druck gesprochen. Es wird im Markt Druck ausgeübt. Das spielt einfach mit einer Rolle. Das muss man auch einfach ganz klar benennen, dass das so ist. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich sicherlich auch Szenarien, wo die Kunden am Ende hingehen und sagen, ja gut, das ist dann eben halt der richtige Weg, den gehe ich dann. Und mit dem RISE with SAP Migration and Modernization stehen ja auch finanzielle Aspekte mit im Raum, die eben halt ein RISE-Vertrag und dann auch ein anstehendes Projekt ja eben auch ein bisschen netter gestalten für den Kunden, will ich mal formulieren. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das die entsprechenden Komponenten sind. Das, was wir halt hören, ist, dass eben halt viele Kunden, und das hatte ich vorhin auch schon ausgeführt, dass viele halt wirklich hingehen und sagen, die grundlegende Strategie, wenn man das mal auf mehrere Jahre bezieht, die ist erstmal okay. Da haben mir jetzt auch einige gesagt, nee, das passt schon mit der SAP-Strategie, aber wir können jetzt nicht. Wir wollen jetzt nicht. Wir brauchen einfach noch Zeit. Und insofern ist das, glaube ich, so ein bisschen dann eine Abwägung für jedes einzelne Unternehmen, was es eben halt dann am Ende tut. Aber ich glaube, die finanziellen Anreize spielen zumindest mal im Jahr 2024 da auch nicht unerhebliche Rolle. Ja, aber ich glaube, ich möchte es kurz unterstützen, was Sie sagen. Also wir sehen absolut natürlich das Momentum von RISE with SAP und Grow with SAP signifikant weltweit, unglaublich, aber eben auch in Deutschland, wie erwähnt. Wenn man sich Kunden anguckt wie eine BMW, eine Bayer, eine Merck, eine Mahle, eine ZF Friedrichshafen, you name it. Also es ist ein kompletter Move in die Cloud. Fresenius, 120 Systeme innerhalb von einem Jahr. Also auch die Geschwindigkeit, in die Cloud zu gehen, ist da definitiv da. Um die Transformation zu unterstützen. Auf der Bühne war Henkel, CEO Michael Nilles dabei als Beispiel. Also von allen Couleurs, Größen, Industrien sehen wir den Move. Und genau wie Jens sagt, da arbeiten wir gemeinschaftlich mit der DSAG ja zusammen. Wie können wir es auch schaffen, die Kunden noch mehr zu unterstützen, das auch zu beschleunigen? Das ist auch genau mein Job am Ende des Tages. Wie können wir auch mit Tooling, auch da, by the way, AI wird signifikant helfen, die Migration in die Cloud zu beschleunigen, die Migration in die neuen oder auch die Upgrades in die neuen Versionen zu simplifizieren. Da kann man sich sicherlich auch viel, viel vorstellen. Und da sind wir natürlich dran, unsere Kunden zu unterstützen. Und da sind wir sehr, sehr positiv, wenn wir sehen, was da passiert. Und auch sehr stolz auf die Kunden weltweit, was sie mit dem Angebot letztendlich machen. Jetzt reden wir aber auch viel über RISE with SAP und Grow with SAP. Und das sind natürlich die Flagship-ERP-Offerings, die wir haben. Aber ich glaube, ich habe es kurz auf der Bühne auch erwähnt, und das ist mir ganz wichtig, als SAP, wir stellen eine Suite unseren Kunden bereit, eine Suite von Applikationen. Und auch Grow with SAP und RISE with SAP sind genau diese Angebote, um unsere Kunden in diese Cloud Suite zu überführen. Also auch mit den anderen Komponenten, wie beispielsweise SuccessFactor, wie beispielsweise IBP als Supply Chain Planung Tool und diese tiefe Integration letztendlich zu machen. Und da sind wir auch tatsächlich extrem stolz, wie wir sehen, wie unsere Kunden mehrere Cloud Line of Businesses Produkte nutzen. Und wenn man dann Kunden sieht wie Nvidia, ich habe es vorhin angesprochen, mit RISE with SAP, mit ERP, aber auch die komplette Supply Chain Planung von Nvidia läuft auf IBP, unserem Cloud Supply Chain Planning Komponente. Und ich glaube, das sind spannende Aspekte, wo wir einfach tatsächlich komplett andere Hebel mittlerweile und auch neue betriebswirtschaftliche Modelle unseren Kunden ermöglichen. Und das macht es ehrlich gesagt für mich so spannend, wenn ich den Kundenimpact sehe, was unsere Kunden machen mit der Software, was wir da ermöglichen, was für Businesses wir unterstützen. Und das macht tatsächlich auch am Ende des Tages dann auch eine Firma wie SAP sehr stolz, so eine tolle Install Base zu haben, die so wahnsinnig tolle Sachen mit unseren Produkten machen. Vielen Dank, Holm Landrock, freier Journalist. Wie immer mit so einer komischen Frage. Herr Hungershausen, Sie haben vorhin im Bereich auch so Cloud Adoption als Hinderungsgrund oder als Challenge das Thema Datenqualität angesprochen. Und wir haben ja nun seit ungefähr 15 Jahren, wo so die Begriffe Big Data aufkamen und diese Welle kam, seitdem reden wir von Datenqualität. Woran hängt es aus Ihrer Sicht? Sie sprechen ja mit den Anwenderunternehmen ganz intensiv. Warum ist das immer noch ein Stolperstein oder sagen wir mal ein Hemmnis für KI, für Cloud? Warum gibt es das immer noch, das Thema Datenqualität? Danke. Naja, ich glaube, das Thema Datenqualität wird es immer geben. Weil das ist ja genau die Herausforderung.
Und wenn man als Startup heute anfängt, dann kann man gleich von vornherein schon entsprechende Regularien auflegen, wie man so seine Datenqualität haben möchte. Ich selber arbeite in einem Unternehmen, was 1901 gegründet worden ist. Wir haben jetzt auch schon seit 1996 oder 97 SAP im Einsatz. Da hat sich halt einiges angesammelt. Und das ist genau, glaube ich, die Herausforderung, dass man eben in der Struktur der Daten und auch in der Qualität der Daten eben halt sehr genau sein muss, weil man ansonsten eben halt hingeht und man kriegt halt über das Thema KI am Ende dann eben halt auch komische Ergebnisse dabei raus. Deswegen das Thema Datenqualität ist ein wesentlicher Faktor. Ich glaube, da arbeiten viele Unternehmen dran. Ich glaube aber, es haben auch viele Unternehmen in den letzten Jahren nicht so konsequent daran gearbeitet, wie sie es hätten tun sollen. Weil jetzt erst durch das ganze Thema KI ja dann auch sehr transparent wird, mit welcher Datenqualität dann am Ende auch welche Ergebnisse dabei rauskommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Versäumnis, was in den letzten Jahren dann stattgefunden hat. Die eben schon sehr datengetrieben unterwegs waren, die Unternehmen, die haben da sicherlich früher drauf geachtet, als diejenigen, die jetzt hingehen und sagen, oh, jetzt beschäftigen wir uns mal mit KI-Innovationen. Ne? Wenn ich da vielleicht noch kurz ergänzen darf, weil ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema, weil Daten für KI sind die Grundlage. Und ich glaube auch da, um das Thema einfach nur noch mal kurz zu stressen, ist natürlich auch das Thema On-Premise. In der On-Premise-Welt bei SAP konnte jeder Kunde auch die Daten natürlich modifizieren, die Datenmodelle und Datenstrukturen, was ein Thema ist. Natürlich haben wir als Softwarehersteller versucht zu helfen mit Master Data Quality, Governance, Tooling und dergleichen, aber es ist ein Thema. Und das ist natürlich gleich wieder ein Beispiel SaaS und PaaS. Wenn ich standardisierte Datenmodelle habe, dann habe ich per Definition eine bessere Datenqualität. Natürlich, wenn Daten falsch eingegeben werden, whatever, werden immer noch Datenqualitätsprobleme, aber zumindest die Semantik ist besser. Das ist natürlich auch ein Grund, warum wir mit Datasphere als SAP-Angebot nicht nur SAP, aber auch Non-SAP-Daten in eine semantische, einheitliche, harmonisierte Form bringen wollen, um darauf basierend wieder AI ablaufen zu lassen. Das ist genau auch ein Beispiel, wo eine SAP natürlich gerade, weil das Center of Gravity der Daten natürlicherweise Unternehmen in ERP-Systemen zusammenkommen, wo wir natürlich genau unsere Chance sehen, unseren Kunden viel proaktiver zu helfen, da entsprechend voranzugehen an der Stelle. Zeigt aber auch, und das ist auch sicherlich was ein Symptom ist jetzt, weil KI ist einfach nur ein Brennglas auf Probleme der IT, die IT schon Jahrzehnte hatte. Also Datenqualität, wie gesagt, als ich noch in der IT war, war das auch schon ein Thema. Das andere Thema ist, wie verteilt sind die Systeme? Wie viele SAP-Instanzen will ich denn? Wie sind die verteilt? Sind die unterschiedlich konfiguriert? Gibt es Templates? Gibt es ein System? Gibt es 10 Systeme? Ich habe einen Kunden in Deutschland, der hat über 300 produktive ERP-Systeme. Und da will ich dann natürlich KI drauf lassen lassen. Das bedeutet, die Disziplin in der IT, wie ich das führe, da ist natürlich jetzt ein KI-Brennglas dazu. Und da wollen wir natürlich signifikant helfen. Genau, komme ich wieder zurück auf Rise with SAP und Grow with SAP, um unseren Kunden diese Transformation in die Cloud-Welt, in die Harmonisierung, in die Simplifizierung zu bringen, um dann diese Benefits entsprechend besser zu nutzen. Und das sind genau Themen, wo Sie, glaube ich, sehen, dass wir eine sehr klare Überzeugung haben, warum wir bei dem Thema KI in die Zukunft mit der Cloud gehen wollen, mit unseren Modellen, mit einer preskriptiveren Art und Weise, wie wir Projekte und unsere Kunden unterstützen wollen und unseren Partner letztendlich auch enablen wollen, auch eine andere Qualität in den Projekten zu weisen, um genau diese Benefits zu bekommen. Und das ist natürlich ein originäres Interesse. Ich meine, ich wurde erwähnt, ich war ja selber der Produktentwicklungsleiter der SAP mit der Produktstrategie. Unser größter Anspruch ist es, dass die Innovationen, die wir mit 6,5 Milliarden R&D-Spending jedes Jahr liefern, dass die beim Kunden ankommen, dass die Kunden das spüren, dass die Endanwender das spüren und dass sie sehen, wie viel phänomenale Innovation diese Firma mit sich bringt. Und das ist genau unsere Thematik, wo wir eben natürlich genau mit den Aktivitäten, die ich beschrieben habe, unseren Kunden helfen wollen. Peter Färbinger, Frage für den Herrn Saueressig. In Ihrer Keynote hat es eine Präsentation gegeben mit Schul. Wenn man in Entwicklerkreisen sich umhört, dann hört man, dass Joule eigentlich zu 100% ChatGPT ist. Können Sie das kurz kommentieren, weil Sie ja auch Kooperationen mit vielen anderen Large Language Modellen Anbietern haben? Und die zweite Sache, die in Entwicklerkreisen diskutiert wird, dass die SAP-spezifischen Funktionen alle eigentlich hardcoded noch sind und kaum würde der SAP-Bestandskunde ein bisschen vom Standard abweichen, würde das alles nicht mehr funktionieren. Jetzt wissen wir beide aus der Vergangenheit, es gibt kaum ein SAP-System, wo keine Modifikationen stattgefunden haben. Das heißt also, wie robust sind die AI-Angebote von der SAP gegenüber Modifikationen, die in den vergangenen 2, 3, 10, 50 Jahren passiert sind?
Ne, sehr gute Fragen und da kann ich definitiv Klarheit schaffen. Also zuallererst, Joule basiert nicht einfach nur auf ChatGPT, das ist faktisch falsch tatsächlich. Da haben wir verschiedenste Technologien, die wir zusammenbringen. Zum Beispiel auch IBM Watson X, wir benutzen eine OpenAI, wir benutzen Mistral, verschiedene andere Aktivitäten als Teil. Und wir haben von der Architektur das Ganze natürlich über unsere AI Foundation auf der BTP letztendlich gebaut an der Stelle, um am Ende des Tages eben nur ein Co-Pilot fürs ganze Portfolio zu haben an der Stelle. Insofern ist es definitiv falsch, dass es nur auf ChatGPT zurückführt. Wir sind sogar, und das ist ja der Vorteil von uns, dass wir agnostisch sind von den KI-Modellen, dass wir Use-Case-relevant das optimalste Modell nehmen. Ein Aspekt zum Beispiel ist bei uns auch bei all diesen KI-Thematiken inklusive Joule das Thema Erklärbarkeit. Und wir haben definitiv verschiedenste Bereiche, wo unsere Kunden eine erhöhte Transparenz und Erklärbarkeit fordern, zu Recht, und das müssen wir natürlich auch unterstützen. Und genau in den Use Cases nutzen wir auch Modelle, die eine andere Erklärbarkeit ermöglichen. Da gibt es Modelle wie eine Mistral, Anthropic, die sicherlich bessere, oder Aleph Alpha, die bessere Erklärbarkeit haben als beispielsweise OpenAI an der Stelle. Wir sind da sehr opportunistisch für unsere Kunden, welche Technologie wir nutzen, um den Business Need letztendlich zu erreichen. Wir haben auch, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, wir sind gerade dabei, und ich weiß gar nicht, ob es zur Tech-Ed announced wird oder nächstes Jahr, wie auch immer, aber kann es ja schon mal sagen, natürlich auch ein Erweiterbeitskonzept für Joule natürlich. Das ist natürlich auch auf dem GenAI Hub und der AI Foundation von der BTP basiert. Das bedeutet, man kann natürlich Joule erweitern in verschiedensten anderen Use Cases und ermöglichen, wie gesagt, auch eine bidirektionale Integration mit dem Microsoft Copilot und auch die ganzen Möglichkeiten von einem Microsoft Copilot in Joule verfügbar zu machen, was natürlich da auch nochmal ein sehr starkes Thema ist an der Stelle. Sie haben das Thema Hardcode bzw. Standardabweichen angesprochen. Und das toucht natürlich auch wieder das Thema On-Premise, weil die Realität ist, Sie haben gesprochen, die meisten SAP-Systeme sind modifiziert. Die Realität ist, wenn man als SAP-Systeme alle SAP-Systeme in unserem Portfolio betrachtet, dann stimmt die Aussage gar nicht, weil unser komplettes SaaS- und PaaS-Portfolio ist 0% modifiziert. Also alle SuccessFactor, Ariba, Concur, S4HANA Public Cloud und dergleichen sind ja per Definition 0% modifiziert. Und da haben wir natürlich auch einen Großteil an Kundensystemen weltweit. Kommen wir dann wieder auf das spezifische Thema von einem ERP zurück, was Sie wahrscheinlich auch indirekt damit spezifisch gemeint haben. Und das ist genau der Grund, warum wir so extrem stark daran arbeiten, dass die Kunden mehr standardisieren, mehr, wir nennen das Clean Core, letztendlich anvisieren und mehr Erweiterung auf der BTP in einer sauberen Art und Weise bauen, damit man natürlich genau von den ganzen Innovationen profitiert. Das ist heute schon so, oder war auch schon immer so, in der Vergangenheit, wenn ein Kunde bestimmte Capabilities in einem ERP-System on-premise modifiziert hat und die SAP hat Innovationen geliefert, hat der Kunde damals auch schon diese Innovationen gar nicht nutzen können an der Stelle. Wie gesagt, KI ist jetzt wieder ein Brandglas auf das Thema. Und das ist natürlich ein Thema, das wir aktiv mit unseren Programmen auch unterstützen. Aber die Erweiterbarkeit von KI bei SAP ist gegeben. Aber es ist dann natürlich eine Kundenaufgabe. Das ist der Vorteil wieder Cloud, at scale, SaaS, PaaS, Klick, es funktioniert, ich benutze KI. Und das sind halt Geschwindigkeits- und Value-Opportunities, die wir natürlich unseren Kunden da ermöglichen. Deswegen sind wir auch überzeugt, dass Cloud der richtige Weg ist. Und da stimme ich dem Jens aber natürlich auch zu. Es wird individuelle Timelines geben pro Kunde, weil jeder Kunde ein anderes IT-Setup, eine andere Systemlandschaft. Und das bedeutet, wir werden unterschiedliche Zeitleisten sehen, unterschiedliche Projektansätze sehen, weil die natürlich kundenrelevant in der Form sein müssen. Was wir letztendlich sagen, wir wollen alle Kunden dabei unterstützen, unabhängig von der Timeline in diese Cloud zu gehen. Und das ist beispielsweise auch was wir auch zusammen mit der DSAG erarbeitet haben, das Safekeeper-Konzept, dass in dem Moment, wo ich bei Rise with SAP in der Cloud bin, da natürlich noch mehr Zeit an die Hand bekomme, die verschiedenen Upgrades letztendlich auch zu fahren. Also das bedeutet ein sehr kundenorientierter Approach. Und da, wie gesagt, auch mit den Rise with SAP-Kunden, die von der On-Premise-Welt kommen, sehen wir unterschiedlichste Varianten. Wir haben Kunden, die nehmen einfach ihre ganze Landschaft zuerst und bringen sie in Rise with SAP und ab da transformieren sie. Wir haben Kunden, die sind schon auf S4HANA und haben ein harmonisiertes Systemset oder ein System und gehen dann in die Cloud mit uns. Wir haben die verschiedensten Spielmöglichkeiten und auch hier als SAP ist es uns wichtig, dass wir jeden Kunden unterstützen, seinen individuellen Weg in die Cloud zu finden, damit wir die Innovation schneller bei dem Kunden auch nutzbar machen können.
Ja, Maike Rose vom IT Online Magazin. Ich habe auch noch mal eine Frage zur KI, eine zur Präzisierung. Wir haben ja heute viel über Mehrwertdiskussionen gesprochen und auch viel darüber, dass die digitale Transformation stagniert. Ne? Und jetzt gibt es ja die Use Cases, die angekündigt sind für im Bereich KI für November. Inwiefern sehen Sie denn darin einen Meilenstein oder auch einen Treiber für die Cloud-Transformation? Vielleicht an beide gerichtet, Herr Saueressig. Also ich glaube, wir sehen definitiv ein extremes Interesse basierend auf KI. Und was Sie sagen, das ist ja nicht nur angekündigt, sondern die meisten der Cases sind ja schon geliefert in unseren SaaS-PaaS-Produkten. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Kunden jetzt gerade sehen. Die Velocity, die Geschwindigkeit, diese Innovation in der Cloud-Welt zu bekommen, ist natürlich was sehr spannend ist und was natürlich ein Treiber ist für unser Cloud-Business am Ende des Tages. Was auch wichtig ist, was wir jetzt natürlich schon sehen, dass Kunden, und das ist das Schöne, haben ja sehr viele Ideen, was können sie mehr machen mit KI. Und da hilft natürlich genau unser GenAI-Hub in einer sicheren, gegoverneden Atmosphäre, dass auch Kunden quasi kundenspezifische KI-Szenarien bauen können, tief integriert mit unserem Portfolio in einer sicheren Art und Weise. Und da sehen wir definitiv einen großen Treiber von der Nachfrage von unseren Kunden, die da aktiv auf SAP zugehen und sagen, hey, jetzt wir wollen mehr machen. Und das ist natürlich schön zu sehen. Ne? Ich habe jetzt gerade letzte Woche im Rahmen der TechEd-Präsentation habe ich jetzt gelesen, dass jetzt ein Großteil der 100 Cases auch geliefert worden sind. Wir haben uns jetzt inhaltlich noch nicht geschafft, damit auseinanderzusetzen. Das werden wir jetzt sicherlich in den nächsten Wochen tun. Insofern, da müssen wir dann am Ende die Frage der Werthaltigkeit und was dann da am Ende eben wirklich dann bei rausgekommen ist und was das dann inhaltlich auch bedeutet, die müssten wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt beantworten. Und 100 ist ja nur der Start, das beschleunigt sicher. Nee. Hallo, ja, Christian Raum ist mein Name. Ich bin für Computer Reseller News hier. Ich habe jetzt zwei Fragen. Die erste Frage, wenn Sie das einfach mit Ja oder Nein beantworten würden, das ist mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen, ist die Frage, ob Ihre künstliche Intelligenz auch so energieaufwendig und so großartig ist wie die von Google und von Microsoft, dass Sie jetzt auch auf der Suche nach einem Atomkraftwerk sind, um das Ganze abzusichern. Nein, wir suchen kein Atomkraftwerk. Okay, super, da bin ich ja beruhigt. Und die zweite Frage ist zurück zum Tagesgeschäft. Sie haben ja ziemlich viel über die Partner gesprochen. Wenn Sie jetzt die Systemintegratoren und auch die Beratungsunternehmen anschauen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Kompetenzen jetzt in dieser Situation, in der Sie jetzt sind? Die drei wichtigsten Kompetenzen, die Sie von Ihren Partnern erwarten und die drei wichtigsten, also technologischen Kompetenzen und die drei wichtigsten Geschäftsprozesskompetenzen. Also technologisch ist natürlich KI ein ganz, ganz großes Thema und es kommt zugleich mit dem Thema Business Technology Plattform. Also wie wir letztendlich neue Applikationen bauen, Erweiterung bauen, Integration bauen. Das passt natürlich genau in das Konzept von diesen Clean Core Prinzipien auf Basis von Rise and Grow with SAP. Das bedeutet BTP, ist ein ganz großes Thema für die SAP. Und da arbeiten wir sehr eng mit den Partnern. Das zweite ist natürlich KI als Technologie, um das letztlich fortzuführen. Auf der Prozessseite, glaube ich, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich Kundendemand. Aber um das zu generalisieren, was für uns wichtig ist, ist das Thema gesamtheitliche Unternehmenstransformation, was das alles bedarf. Und hier sprechen wir immer von den vier Dimensionen der Applikation, der Daten, der Menschen und am Ende der Prozesse, die alle vier Dimensionen letztendlich angepasst werden müssen, um wirklich einen Change in der Firma, eine Transformation zu unterstützen. Und genau diese Kompetenz, eine gesamtheitliche Unternehmenstransformation zu unterstützen und unsere Kunden damit weiterzuentwickeln, das ist sicherlich was wir von unseren Partnern mehr abfordern, zusammen auch mit dem Feedback auch von der DSAG natürlich, um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen. Ich glaube, vielleicht noch ergänzend dazu, ein wesentlicher Punkt ist einfach auch, die Kunden zu verstehen. Und zwar auch zu verstehen, wo sie heute sind und sie dann eben halt auch wirklich mitzunehmen und beraten zu können. Ja, das eine ist ja das technologische Verständnis dessen, was sozusagen in der Zukunft kommt. Das andere ist aber ja auch zu gucken, wo steht der Kunde eigentlich heute und wie kann ich eigentlich dann auch Input liefern, um ihn dann eben halt auch in diese neue Welt zu bringen und welche Schritte sind eigentlich dafür notwendig. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, was die Partner angeht. Ich habe noch eine Frage an Herrn Saueressig und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist heute
in der Keynote vom Herrn Hungershausen als erstes eine Nutzerbefragung gezeigt worden, wo doch ein sehr hoher Wert bei Unzufrieden auftaucht und nur ein sehr geringer Wert bei Zufrieden. Und leider habe ich da in Ihrer Keynote eine Stellungnahme vermisst, genauso wie jetzt auch warum nehmen Sie zu dieser Diskrepanz noch nicht Stellung? Also ich glaube, das eine ist der Aspekt, na, Jens hat es ja erwähnt, die Umfrage wurde ja im Februar 2024 gemacht und es ging ja in der speziellen Grafik, wenn ich Sie recht verstehe, um die S/4HANA Cloud-Strategie von dem Chart. Ich glaube tatsächlich, da muss man sehr differenziert sich das anschauen. Ich glaube auch der zeitliche Aspekt, wann diese Umfrage war, wie dann auch die Einflussfaktoren sind, ist natürlich ein Aspekt. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das die grundlegende Strategie von unseren Kunden absolut unterstützt wird, wie auch der Jens erwähnt hat an der Stelle. Und dann muss man am Ende des Tages natürlich alles in den Kontext setzen. Wir sprechen von einer Teilnehmerzahl von 228 Teilnehmenden für die Umfrage. Wir haben 400.000 Kunden weltweit. Wir haben entsprechendes Marktmomentum für RISE und GROW with SAP, das wir auch berichten. Insofern glaube ich, muss man da halt immer auch den Gesamtkontext sehen. Und da, glaube ich, in der Mitte findet sich dann die Relevanz. Ich glaube, was mir bloß wichtig ist, und das habe ich, glaube ich, auch in der Keynote relativ klar gemacht, wir können auch in Deutschland sehr viel über die Bedenken und Risiken diskutieren und sollten wir auch tun. Das zeichnet uns ja auch in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen aus. Auf der anderen Seite, die Zeit bleibt nicht stehen und das Unvermeidbare wird nicht vermieden an der Stelle. Und das bedeutet, die Cloud und die Benefits von der Cloud sind weltweit da und sichtbar und auch bei unseren Kunden in Deutschland, wie alle DAX-Firmen Cloud-Software von SAP nutzen. Und ich glaube, für mich wäre es viel wichtiger, wie schaffen wir es in der Community zu schaffen, hey, lasst uns nicht mehr über die Bedenken zu sprechen, sondern, wie der Jens gesagt hat, vielleicht nur noch über die Timeline und wie können wir besser helfen, schneller in die Cloud zu kommen, um die Innovation zu liefern, weil am Ende des Tages ein minus 0,2% Wirtschaftswachstum in Deutschland und eine Korrelation zu verschiedenen Fragebögen sagt vielleicht eher der Call to Action, lasst uns jetzt mal mit Mut und mit Zuversicht die Chance der Cloud und KI besser nutzen, um ein Wirtschaftswachstum zu generieren. Weil wir hatten eine Fußball-EM, wir haben KI als technologische Revolution und haben bloß minus 0,2% Wirtschaftswachstum. Da können wir nicht zufrieden sein. Und ich glaube, das ist ein Call to Action für alle, die eben noch nicht sich Gedanken gemacht haben, wie ist die Timeline. Die kann durchaus unterschiedlich sein. Aber ich glaube, wir sollten einfach proaktiv in die Zukunft gehen und nicht in der Vergangenheit verharren an der Stelle. Dann würde ich gerne noch in den Online-Sektor übergehen. Haben wir da noch eine Frage von den Zugeschalteten? Ja, haben wir. Einmal von Jürgen Frisch, der für Trovarit unterwegs ist. Der fragt an Herrn Saueressig: Die DSAG fordert, dass die SAP-Innovationen, die für S/4HANA Private Cloud gelten, mit einem identischen Umfang für S/4HANA On-Premises verfügbar macht. Lassen sich Funktionen künstlicher Intelligenz für die angekündigten 100 Use Cases nicht über Cloud-Services in hybride SAP-Systeme integrieren? Nein, ich glaube, das habe ich schon beantwortet. Die SAP wird KI mit der Cloud-Architektur bauen und weiterentwickeln und deswegen wird es nicht On-Premise verfügbar sein. Dankeschön. Dann die nächste Frage von Elke Wittmer-Gossner für Cloud Computing Insider. Nur zum Verständnis, Herr Saueressig sagte, es gäbe keine Limitation bei Deployment-Modellen. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, geht KI bei SAP nur in der Cloud. Also doch eine Limitation oder Voraussetzung, wenn Unternehmen KI wollen, brauchen sie SAP Cloud? Genau, wenn ich KI mit SAP benutzen will, dann brauche ich Cloud-Produkte der SAP. Also Software-as-a-Service-Produkte, Plattform-as-a-Service-Produkte oder in dem Fall, wie es auch erwähnt, die Private Cloud als Voraussetzung, um KI nutzen zu können. Also Cloud ist die Voraussetzung für die Embedded SAP Business AI-Szenarien. Korrekt. Okay, und die letzte Frage von IX Magazin. Nochmal an Sie, Herr Saueressig. Ist es Ihnen möglich, weitergehende Infos zur Partnerschaft mit Stackit zu nennen? Ist eine Fokussierung auf ausgewählte Märkte und KI-Gen-AI-Produkte angedacht?
Ja, also ich glaube, die Stack-IT-Partnerschaft ist für uns natürlich eine sehr strategische. Wie erwähnt, für uns ist der Markt in Deutschland sehr, sehr wichtig. Und da sind wir natürlich absolut auch mit dem Verständnis, dass wir souveräne Angebote für unsere Kunden bereitstellen müssen. Das hat verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite haben wir mit Delos Cloud beispielsweise ein Vehikel für die öffentliche Hand in dem Fall. Auf der anderen Seite bei regulierten Industrien gibt es natürlich dann die Möglichkeit, eben auch mit einer Stackit beispielsweise eine souveräne Infrastruktur zu nutzen für RISE with SAP. Aber Souveränität bedeutet natürlich auch Optionalität und die Flexibilität ist ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen gibt es eben auch zusätzlich noch die Möglichkeit, beispielsweise auch SAP-eigene Infrastrukturen zu Converge Cloud zu nutzen, die auch BSI zertifiziert wird Anfang des Jahres, um da eine weitere Option zu machen. Aber Stackit ist insofern für uns hochstrategisch und deswegen war es mir auch ein Anliegen, heute hier in dem DSAG-Jahreskongress die Stackit-Partnerschaft anzukündigen, um wirklich unseren Kunden ein weiteres souveränes Angebot zu machen. Denn, wie ich es vorher gesagt habe, für mich ist es wichtig, dass jede Industrie, jedes Unternehmen einen richtigen Zielpunkt hat, um in die Cloud zu gehen. Und Stackit wird da absolut in Deutschland eine sehr wichtige Komponente in der digitalen Strategie und der Cloud-Landschaft in Deutschland sein. Und deswegen war für uns die Partnerschaft so extrem wichtig. Herzlichen Dank für die letzten Fragen. Dann darf ich diese Pressekonferenz schließen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit hier im Raum und bei den online Zugeschalteten und natürlich bei Thomas Saueressig und Jens Hungershausen. Dankeschön. Schließen möchte ich in guter Tradition mit drei Hinweisen, und zwar erstens auf die Technologietage 2025 in Wiesbaden. Vom 2. bis 3. April. Direkt anschließend haben wir ein neues Format, die DSAG Tech Exchange am 4.4. ebenfalls in Wiesbaden. Und natürlich der Blick voraus auf den Jahreskongress 2025. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, ist aber auch etwas früher, nämlich vom 16. bis 18. September. Und da werden wir uns in Bremen wiedersehen. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit, alles Gute. Wir freuen uns auf Ihre Berichterstattung und wie gesagt, für alle von Ihnen eine gute Zeit bis dahin. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.